lieber Zelzer, ich bin auch ein Zelzer Bürger. Mein Name ist Ralf Dietrich. Und ich habe mir mit dem Wolf-Henry Treplow mal Gedanken um den Altmarkt Zeitz gemacht, insbesondere um die Neugestaltung. Es gibt ja hier einige Diskussionen über die Sichtbarkeit der Markierung der Parkplätze. Und nachdem das Ordnungsamt auch schon ordentlich unterwegs war, um Ordnung zu schaffen, gibt es einige Verwirrung und einigen Unmut unter der Bevölkerung. Wenn Sie hier einparken, haben Sie das jetzt leicht gefunden? Nee, habe ich jetzt nicht. Sie haben sich an den Autos orientiert, richtig, die hier standen? Richtig. Okay. Vor allem, wenn man liest, gekennzeichnete Parkplätze, ja, schwierig. Ja. Und ich habe mich einfach mal hingesetzt und habe geguckt, ob es irgendwelche Vorschriften gibt, wie sollen solche Parkflächen auszusehen bzw. gekennzeichnet zu sein haben. Wir machen das mal nass jetzt hier. Na, mach doch. Also ich habe mir einfach mal Gedanken gemacht und habe mal Google bemüht und da gibt es eine sogenannte Straßenverkehrsordnung und in dieser steht unter anderem unter Absatz 5: Alle Linien können durch gleichmäßig dichte Markierungsknopfreihen ersetzt werden. In verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen, § 45 Absatz 1d, können Fahrbahnbegrenzungen auch mit anderen Mitteln, insbesondere durch Pflasterlinien, aufgeführt sein. Weiterhin gibt es noch eine Verwaltungsvorschrift für die Kommunen und diese sagt dann aus: Pflasterlinien in verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen, vergleichend § 35 Absatz 5 letzter Satz, müssen ausreichend breit sein, in der Regel mindestens 10 cm und einen deutlichen Kontrast zur Fahrbahn aufweisen. Jetzt gibt es persönlich zwei Sachen, die mich hier an der Geschichte stören in Verbindung mit dem Altmarkt. Und zum einen ist das, was wir hier sehen, sind für mich keine Pflasterlinien, sondern das sind allenfalls Pflasterpunkte. Und wir haben es hier mal illustratorisch etwas angefeuchtet. Das ist das Hauptproblem für die Verkehrsteilnehmer. Wenn das Pflaster nass ist, findet man fast überhaupt keinen Kontrast mehr, sodass es extrem schwer ist für die Fahrzeugführer, hier eine Parkfläche, einen Parkplatz zu finden und nicht Gefahr zu laufen, ein Knöllchen zu bekommen. Also ich denke, hier sollte schleunigst und dringend nachgebessert werden. Das ist sicherlich mein äußerst subjektives Empfinden, aber für mich entspricht das nicht der StVO und insbesondere nicht der Verwaltungsvorschrift für Kommunen. Ich bin jetzt einfach mal gut Glück getroffen vorne und habe geguckt und da habe ich es dann gesehen. Also momentan ist es ja noch hell hier, aber wenn Dämmerung ist, dann wird es schwer.